Bei einem Hubschrauberabsturz und einem anschließenden Brand nahe Kiew sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind laut Polizei auch der ukrainische Innenminister, sein Stellvertreter und weitere ranghohe Regierungsvertreter. Auch mehrere Kinder starben bei dem Unglück, dessen Ursache noch unklar ist. An der Absturzstelle sprach der Gouverneur der Region von einer Katastrophe. Der Hubschrauber stürzte am frühen Mittwochmorgen in der Kleinstadt Provary im Großraum Kiew ab, mitten in einem Wohngebiet direkt vor einem Kindergarten. Rund 30 Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, darunter viele Kindergartenkinder. Der getötete Innenminister Denis Monastirski war seit 2021 im Amt. Es gibt noch keine Informationen, warum er und seine Kollegen mit dem Hubschrauber unterwegs waren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach auf Twitter allen Hinterbliebenen und der ganzen Ukraine ihr Mitgefühl aus.